Ja, hallo, Wolfgang hier. Ja, in diesem Video geht es um das Thema Composer. Da kamen in letzter Zeit ein paar Fragen in meiner Facebook-Gruppe oder in der Telegram-Gruppe. Und zwar geht es um das Update von Extensions mit Hilfe von Composer. Da gab es wohl ein paar Unklarheiten. Manche waren sich da ein bisschen unsicher, wie man das Ganze eigentlich macht, wie sich das verhält. Wie mache ich ein Update einer Extension, aber wie mache ich auch ein Upgrade einer Extension? Nämlich auch da gibt es über Typo 3 den Unterschied zwischen Update und Upgrade. Beim Update ändert sich die Major-Version eigentlich nicht. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Extension habe in Version 7.0.1, dann ist der Schritt auf die Version 7.0.2 oder auch der Schritt auf die Version 7.1 ein Update, während hingegen der Schritt auf die Version 8 zum Beispiel dann ein Upgrade ist, weil sich da vorne die Major-Version ändert. Ich möchte jetzt mal in einer Demo-Installation zeigen, wie ich so ein Update und auch ein Upgrade einer Extension machen würde. Gehen wir mal kurz in meinen Bildschirm rein sozusagen. Ich habe jetzt hier eine Typo 3.9 Installation. Ganz simples Ding ist das Bootstrap-Package ohne große Inhalte. Einfach nur eine Demo-Installation. Und ich habe jetzt hier mal als Beispiel eine Extension installiert namens Maps 2. Die kennen vielleicht manche von euch. Und ich habe jetzt hier mal absichtlich eine ältere Version installiert, die Version 7.0.1. Wenn wir uns mal die Infos zu dieser Extension hier im Extension Repository anschauen, dann sehen wir, die aktuelle Version ist die Version 9.2.1. Und wenn wir mal hier runter scrollen, dann finden wir irgendwann auch die 7.0.1 und wir sehen, die ist zum Beispiel kompatibel mit Typo 3.8 bis 9. Dann kommt irgendwann hier die Version 8, die ist auch mit 8 bis 9 kompatibel und dann kommt die Version 9. Und da brauche ich dann schon Typo 3.9. Das ist ja eine Konstellation, die man gerade bei älteren Webseiten, die schon länger online sind, unter Umständen öfter mal hat, dass man hier auch ältere Extensions im Einsatz hat und die sollte man irgendwann mal updaten. Gut, wie kann ich da jetzt vorgehen? Und zwar, wenn wir jetzt mal in den Editor wechseln. Ich habe jetzt hier PHP Storm mal geöffnet mit dem Projekt und normalerweise würde ich jetzt so vorgehen, wenn ich eine Extension updaten will, wäre der Befehl dedef, also ich stelle jetzt dedef immer hier vor, weil ich lokal mit dedef arbeite. Wenn du auf dem Server arbeitest, dann kannst du es natürlich weglassen. Der eigentlich relevante Befehl wäre jetzt im Composer update, gefolgt vom Package-Namen. In dem Fall wäre das für die Maps 2 der Package-Name jwinern/maps2. Gut, was passiert, wenn ich das jetzt ausführen lasse? Dann schaut jetzt Composer quasi, gibt es eine neuere Version, wo er ein Update machen kann. Es dauert manchmal ein bisschen, bis das durchgelaufen ist, hier diese Prüfung. So, und jetzt habe ich hier eine Nachricht, Nothing to install or update. Wie kann das jetzt sein? Wir haben ja gesehen, es gibt ja schon neuere Versionen, auch innerhalb des 7er Zweiges. Und eigentlich sollte ein Composer Update jetzt innerhalb dieser Major Version, also innerhalb der Version 7 in meinem Beispiel, ein Update machen. Aber jetzt macht er das nicht. Warum? Wo können wir jetzt rausfinden, was hier das Problem ist? Dazu können wir mal in die Composer JSON schauen, dieses Projekts, weil hier sind ja alle Pakete drin, die hier in diesem Projekt benötigt werden oder genutzt werden. Und jetzt sehe ich zum Beispiel, hier ist die jwinern Maps 2, aber ich habe hier eine fixe Versionsnummer drin, die 701. Das habe ich jetzt absichtlich mal so gemacht bei der Installation, damit ich auch mal diesen Fall zeigen kann. Was kann ich jetzt hier machen? In so einem Fall würde ich jetzt hier die Schreibweise ändern. Und zwar so, wie wir es hier oben sehen, mit diesem Dachsymbol, dieser spitzen Klammer nach oben. Würde dann so aussehen. Und dieses 01, ja, das können wir im Prinzip auch weglassen. Wir wollen ja innerhalb des 7er Zweiges bleiben. Und das würde jetzt bedeuten, nimm dir die neueste oder mindestens Version 7.0. Und ja, mal gucken, was die neueste Version ist. Das speichere ich mir jetzt mal. Und jetzt lasse ich diesen Befehl einfach nochmal ausführen. Dauert jetzt wieder einen kurzen Moment. Aha, und jetzt sehe ich, okay, jetzt wird die Extension geupdatet. 7.0.1 zu Version 7.1.5. Er bleibt also innerhalb des 7er Zweiges. Gucken wir nochmal hier. Die 7.1.5 taucht jetzt hier gar nicht auf. Warum, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir sind innerhalb des 7er Zweiges geblieben. Noch ein kleiner Hinweis: Lies dir bitte immer diese Kommentare hier durch. Schau eventuell auch in die Dokumentation einer Extension, ob da irgendwelche Schritte bei so einem Update oder bei einem Upgrade vor allem manuell durchzuführen sind. Zum Beispiel Cache leeren oder ein Database Compare und so Geschichten.
Okay, jetzt bin ich ja in Typo 3.9, das heißt, ich kann eigentlich noch weiter hochgehen mit dieser Extension auf die ja, aktuellste Version zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos. Wie gehe ich jetzt davor? Da gibt es jetzt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt entweder hier in die Composer-JSON reingehen und einfach diese Versionsnummer ändern. Wenn ich jetzt sehe, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel auf die Version 8 gehen, dann könnte ich hier einfach aus der 7 eine 8 machen. Alternativ kann ich auch einen Composer-Require-Befehl ausführen. Das funktioniert genauso. Ich könnte jetzt also schreiben, DDEV, also Composer-Require, jweiland-maps2, Doppelpunkt, wieder die spitze Klammer. Und dann sage ich hier, hol dir mal die neueste 8er-Version mit dieser spitzen Klammer. Wenn ich das jetzt ausführen lasse, wird sozusagen ein Upgrade jetzt dieser Extension durchgeführt. Er installiert jetzt einfach die neueste 8er-Version, die er findet. Müssen wir jetzt kurz warten. So, und jetzt sehe ich, das wird ausgeführt hier. Er installiert jetzt hier die Version 8.1.0. Gut, gucken wir nochmal im Browser. Die ist hier auch nicht aufgeführt, aus Gründen, die ich jetzt nicht erklären kann. Das weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt hier eine neuere Version. Gut, was würde ich jetzt bei so einem Schritt auf jeden Fall machen, bei so einem Versionssprung, abgesehen davon, dass ich in der Dokumentation nachlesen würde, ob es hier eventuell manuelle Schritte zu tun gibt. Ich würde jetzt auf jeden Fall hier ins Backend gehen und mal hier in den Maintenance-Bereich und mal den Database Analyzer starten, um zu schauen, ob es hier irgendwelche Änderungen in der Datenbank gibt. Gibt es in dem Fall jetzt nicht. Cache leeren ist in so einem Fall auch immer hilfreich. Und wie gesagt, ansonsten einfach in der Dokumentation schauen. Können wir auch mal hier in einem neuen Tab öffnen. Und das müsste hier im Administrator Manual sein, genau, Updating. Hier ist zum Beispiel beschrieben, was eigentlich der Unterschied zur Version 8, zur Version 7 ist, also was ist neu in der Version 8. Und eventuell sind hier eben auch Schritte beschrieben, die man manuell durchführen muss. Aber hier sehen wir schon, als normaler User kann man diese Version ohne Probleme updaten. Es ist hier im Hintergrund einiges passiert bei dieser Version, was dich also als normaler Anwender aber gar nicht so betrifft in dem Fall. Gut, genauso können wir jetzt zur Version 9 dann gehen. Ich hätte natürlich auch direkt auf Version 9 gehen können, aber ich wollte jetzt einfach die Schritte zeigen. In dem Fall würde ich jetzt hier Composer Require mit mindestens Version 9 oder die neueste 9er-Version sozusagen. Und jetzt sehen wir hier, wird jetzt die 9.2.1 installiert. In dem Fall würde ich jetzt auch wieder ins Backend gehen und beziehungsweise in der Doku mal schauen, was hier Sache ist. Hier sehe ich schon als normaler User, sollte ich den Cache leeren? Genau. Dann machen wir das mal. Ich mache sicherheitshalber auch immer so ein Database-Compare. Und da sehen wir, da ist doch einiges passiert. Da hat sich einiges geändert. Das können wir mal ausführen lassen. So, dann sind wir hier auf dem aktuellen Stand. Cache leeren. So, und dann sollte das Update jetzt durch sein. Ich habe jetzt natürlich hier nichts, wo ich testen kann. Ich habe jetzt da keine Datensätze Plugins der Maps 2 installiert. Darum geht es jetzt auch nicht. Ich wollte jetzt nur mal grundsätzlich zeigen, wie man solche Updates durchführen kann von solchen Extensions mit Composer. Das ist also eine Möglichkeit. Ja. Die andere, wie gesagt, du könntest auch hier in der Composer JSON manuell die Versionsnummer ändern und dann ein Composer Update machen, das würde dann auch funktionieren. Aber ich denke, über Require, das ist einfach die bessere Variante. Da würde nämlich auch abgedeckt werden, wenn irgendwelche Abhängigkeiten vielleicht noch mit installiert werden müssten. Das würde ja über Composer dann auch funktionieren. Ja, ich hoffe, das Video hat dir jetzt ein bisschen was gebracht und kann dir weiterhelfen. Wenn du Fragen dazu hast oder irgendwelche Anmerkungen, vielleicht habe ich auch was übersehen oder falsch gemacht, dann schreib es gerne in die Kommentare bei diesem Video. Und wenn es dir gefallen hat, das Video, dann gib natürlich einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, du kennst die üblichen Sprüche und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Video. Ich bin fertig hiermit und wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.